Splitter der Herrschaft sind heiß begehrt und wie ihr sie jetzt noch einfacher bekommt, alles hier im Video. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um World of Warcraft. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest-Weltrekord mit über 9000 Quest-Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. Splitter der Herrschaft droppen größtenteils nur im Sanktum der Herrschaft und sind für manche Spieler rar gesät. Wer bisher keinen Raid gefunden hat, bekommt seit dieser ID die Chance, die Splitter über den LFR abzustauben. Splitter der Herrschaft sind extrem mächtige Edelsteine aus dem Sanktum der Herrschaft. Doch erst, wenn ihr die drei passenden Klunker des richtigen Typs, Blut, Frost und Unheilig, sowie das dazugehörige Item zum Aktivieren des Sockelbonus gefunden habt, entfalten die Gems ihre starken Bonis auf die Raider aus. Für den Unheilig-Bonus muss beispielsweise ein Unheilig-Splitter in eurem Kopfteil eingesetzt werden. Der Sockelbonus ist lediglich in Torghast, Sanktum der Herrschaft und im Schlund aktiv. Viele Raider hatten in ihren ersten IDs im Sanktum trotz mehrerer Bosskills noch kein Glück. Ob und welcher Splitter droppt, ist zufällig. Dropchance und ob man mehrere Splitter pro Schwierigkeitsgrad bekommt, ist derzeit unbekannt. Manche besitzen bereits 10 Splitter, andere 2 und mit Pech auch noch vom falschen Typ. Denn Schadensausteiler können mit Blutsplittern wenig anfangen und sind auf der Suche nach unheiligen Gems. Selbst wer keine Gruppe für heroisch oder normal gefunden hat, kann sich für die Splitter jetzt im LFR begeben. Auch wenn im LFR womöglich kein brauchbares Gear für euch droppt, spielt das im Fall der Splitter der Herrschaft keine Rolle. Denn die Stufe der Splitter ist in jedem Schwierigkeitsgrad dieselbe. Nur über Upgrades bei Knochenschmieden Hyrmir werden Splitter der Herrschaft verbessert und Splitter aus dem heroischen oder mythischen Schwierigkeitsgrad überspringen keine Stufen. Navigiert im Dungeon Browser, also im Schlachtzugsbrowser, wählt unter Sanktum der Herrschaft Frontkämpfer des Kerkermeisters aus und schlagt euch schnell durch die ersten drei Bosse. Was denkt ihr über diese neue Erleichterung? Seid ihr dagegen, dass Blizzard so eine Sachen wieder zu einfach macht und jeder die Chance hat, schneller an seine Steine zu kommen? Oder denkt ihr, das ist der richtige Weg, um euch viel Zeit zu ersparen? Schreibt mir doch mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Wenn du auch in Zukunft nichts mehr in World of Warcraft verpassen willst und auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere jetzt doch meinen Kanal. Jo, und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß in World of Warcraft, euer Fuchs.